So. Jo, geht's weiter mit dem Test, ne? So, sind wir auf der Weltkarte. Ne, stehst im Bild. Ich stehe hinter dir, du Frau. Hey, Ramirez. Hey, Ramirez. Ist hier was drin? Der Schrank ist verklemmt. Oh nein. Schlussstein. Hier kommt man nicht raus, ne? Ah. Das sieht aus wie eine Leiter. Ist keine Leiter. Wir kommen aus dem Schiff raus. Hey, Ramirez. Fliegen, ja. Hier ist nichts drauf. What? Einige Dinge liegen verstreut, Gefahr liegt in der Luft. Näher herangehen. Mit Schiff kann der Charakter gewechselt werden. Unterschiedliche Charaktere. What? Aha. Was für ein Ereignis, du? Den Schemel nehmen. Ist das? Verrottete Krone nehmen. Shift. Jo, Digger. Flasche. Aha, so. Ja. Gibt's ja noch mehr? Nee, nur so einen komischen Hasen noch. Schade. Zack. Du. Ja, wir suchen die Dragon Balls.
Komm, 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 komm. Schon wieder ein besonderes Ereignis. Aber hier kann man nicht Shift drücken. Ups. Potions kaufen. Was habe ich denn? Wie viel noch? Drei davon. Ne? 100 HP. Verkaufen. Davon haben wir noch. Drei ist gut. Handtascheninhalt. Haben wir auch mal drei. Was, wir haben noch eine Animusfeder bekommen? Oh. Trank. Ja, das passt. Hier kann man nicht wieder ins Menü gehen und Tränke nehmen. Dann löse ich die Hexe mal nicht aus. Ah. Cheat. Salamander. Toll. Also mindestens 100 Leben muss sie haben. Ich gehe doch jetzt nicht direkt zum König. Sondern hier hin. Steine. Animusfeder halten, Brandsalbe halten. Hier kann man nicht lang. Nee, da gibt's nichts. Nö, nö, nö. Nö. Hier auch nicht. Oh. Hier in der Busch. Das funktioniert alles. Ja, ist nicht durchgehbar. Und dann die Pflanze. Oh, die sieht aus, als könnte man drüber gehen. Ja. Die ist auch kaputt. Oh. Nichts, nichts, nichts. Sandsäcke? Baum.
Da oben ist auf jeden Fall. Etwas, wo man dran kommen kann, eventuell. Verschlossen. 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 Oh, wir können eine Kiste dagegen schießen. Soll ich mir erstmal stärkere Items? Böspan Guni? Was zum Teufel machen wir hier? Erkunden? Etwas Böswichtiges, etwas Beschwichtiges sagen. Oh, dies ist deine Heimatstadt. War es nicht so? Wir haben hier nichts verloren. Du verschwendest nur Zeit. Und ich hasse diese Leute. Etwas Sensibles. Ich schaue mich nur ein wenig um. Ist es dir unangenehm? Halt's Maul, du kleine Ratte. Na, ist es dir unangenehm, ne? Los, Abflug. Haben wir da einen Auftrag bekommen, oder was? Wir haben ja alle erledigt. Etwas scheint mit deiner Stadt, mit dieser Stadt nicht zu stimmen. Vielleicht gibt es in den Häusern Hinweise, was hier vorgeht. Aber nein, sie will es nicht. Sie hat alle ausgelöscht. Bewässerung. What? Aha, okay. Muss man den bekämpfen, oder was? Ne, hier legt man Wert auf einen gepflegten Rasen. Das muss man gerade imponieren. Oh nein, spritzt mich an. Das ist doch kein Blut, oder? Blut! Oh nein! Da hat jemand seine Tage gehabt. Auf dem Bett. Sauerei. Das geht so schnell nicht mehr raus, du. Vor allem, wenn sie keine Seife haben oder Öl. Ha. Noch so ein Rasensprenkler. Doch kein Blut, oder? Ich gehe doch nicht in das erste Haus rein. Wow, Mailing. Kriegt sie noch eine Peitsche, oder was? Das scheint wohl ein Brunnen zu sein. Ja, gibt nicht wie herkömmlich ein Auffangbecken, sondern das Wasser fließt in die Körper der Männer. I, trinken die ihre Pisse oder was? Das entspringt. Sieht aus wie Mehling. Aber ich denke nicht, dass sie es ist. Oh doch, das ist sie. Ganz eindeutig. Sie ist der Imperator. Dieser schwächlichen Menschen. Los, trinkt meine Pisse. Ein nackter, in Stein gehauener Mann. Schon fast wie in Japan. Ha! Der sich unterwürfig auf den Boden wirft. Der wirft sich unterwürfig. Ah. Ah. Das ist doch kein Blut, oder? Kein Blut. Ach so. Oh, die Blume. Oh, ich kann sie nicht um drüber gehen. Oh nein. Oh. Die ist so widerstandsfähig. Da oben liegt ein Stück irgendwas drauf.
Schauen wir mal, wie weit wir kommen. Dasselbe, was oben drauf liegt. Ach, fuck. Was war das? Serpentin, oder? Keine Ahnung. Ein nackter, steingehauener Mann, der die Hände am Rücken verschränkt und seine Augenbinde. Da ist noch einer am Leben. What the fuck? Oh, das ist die SS, die Stasi ist hier. In Sahne. Oh, das ist das Haus der Stasi, deswegen war die. Ich weiß es, die Theorie. Hinter dem Fels ist irgendwas. Geheim versteckter Stasi. Handbuch. Was brauchen wir jetzt eigentlich? Die Handtücher, die wir da gefunden haben. Zack. Was, da kann ich auch? Hier auch irgendwo? Nö. Ja, bevor ich da weiterlaufe, wird gespeichert. Shit, alles voll. Wir nehmen Speicherplatz 2. SS, es lässt sich nicht öffnen. Oh nein, die Stasi will alleine bleiben. Hallo, 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 hallo. Ne, ich spreche sie noch nicht an. Aber sie spricht mich auch nicht an. Haha. Geh mal ins Haus. Da ist auf jeden Fall eine Dame. Da leben Leute. Der eine. So geht es aber nicht mit dem Besen, mein Herr. Da kann man nicht einfach nur durchlaufen. Da müssen sie schon fegen hin und her. Sicher ist das. Sicher, dass du hier rein darfst. Ich soll meine Effizienz steigern. Das Putzen ist meine Bestimmung. Ich tue es gern. Meine Bestimmung ist den Dreck. Ja, dann musst du es richtig machen. Ja. Aufgeblähte Frau mit viel Rouge. Die ist halt dick, deswegen ist sie aufgebläht. Gehören Sie zum Personal? Wenn nicht, gehen Sie bitte. Fürchte nicht, denn ich bin das Licht. Die haben ein komisches Muster auf dem Tisch. Und das ist das komische Muster auch nochmal auf dem Boden. Oh, ich kann in den ihre Betten reingucken. Wie kommen die überhaupt ins Bett rein? Und da hinten ist im Glaskasten ein Typ versteckt. Hätte ich jetzt die RPG-Maker-Kräfte, könnte ich drüber laufen und gucken, was es ist. Aber so. Und der Schrank hat auch geheimnisvolle Zeichen. Ein Bottich liegt etwas. Sieht aus wie Seife. Eine kleine Peitsche mit mehreren Enden. Kommt das Geräusch nochmal? Nee. Okay. Werden die halt ausgepeitscht oder was?
Eine schwarze verschlossene Tür, eine schwarze verschlossene Tür, eine schwarze verschlossene Tür. Das erinnert mich an Berserk, wo sie sich selbst gepeitscht hat. Ja. Na, jetzt sprechen wir doch mit der Frau draußen. Gute Dame, was rauchen Sie da? Aufreißend gekleidete junge Frau. Willst du mal die Glut fühlen? Nee, das tut weh. Ich glaube nicht. Aufreizend gekleidete junge Frau. Pst. Was machst du denn hier? Willst du mal die Glut fühlen? Glaub nicht. Ne, was machst du denn hier? Masochist. Nackte Männer, älterer Herr, oh. Bist du einer von den auswärts eingereisten Kunden? Kunde, was kann man denn hier kaufen? Nur für den Fall. Unser Bürgermeister tickt nicht richtig. Er hat einen Unfall. Er glaubt, er muss hier Ermittlungen starten. Er weiß nicht mehr, was richtig los ist. Er fantasiert. Oder ist dir etwas Komisches hier aufgefallen? Ah, die Statuen sind normal. Die haben wir ja in Europa auch. Was ist mit dem Brunnen? Nichts ungewöhnlich. Was ist mit dem Brunnen? Es ist eine Zelebration der Frauen. Zelebration der Frau. Wir verehren hier Frauen die ganz besonder im ganz besonderen Maße. Ist ja auch logisch. Oder was dachtest du? Nein, also, ich bestätige das. Frauen. Der Bürgermeister ist ein verkrüppeltes Insekt, aber er kümmert sich zumindest um all den Papierkram in der Stadt. Jetzt habe ich Redeoptionen nicht mehr. Nein. Hätte ich vorher speichern sollen. Nehmen wir Redeoption Nummer 3. Die Statuetten. Du hast doch nicht etwa ein Problem mit Nacktheit, oder? Nein. Also, Nacktheit ist gut. Schnauf. Natürlich ist sie das. Was sagt er jetzt? Das ist immer noch ein verkrüppeltes Insekt. Und die letzte Option. Er hatte einen Unfall und das geht nicht so schnell voran, wie ich es gern hätte. Nichts Ungewöhnliches. Sag ich doch, er ist verrückt. Und er ist immer noch ein krüppeltes Insekt. Gut, dann lassen wir es bei Option 2 und laden den Spielstand. Sieht eher wie die nackten Kinder aus, die überall in Japan stehen. Ein Käfig. Aber ich habe hier keine Tiere gesehen, die für die er gedacht sein könnte. Der Riesenvogel? Hinweis 2.5. Ein Käfig. Die Frau ist ganz allein im Eck und betet. Oh nein, hilf mir. Ich werde hier gefangen gehalten. Das Eck kann ich nicht, oder was?
Ein Besen, er ist gefährlich. Bild einer Frau. Ein Gemälde einer dunkel geschminkten Frau. Es wirkt etwas bedrückend. Es drückt mich. Hallo. Ach so, es ist nur eine Büste. Eine Büste einer nackten Frau. Was? Nackt? Die hat doch einen Rock an. Und ich habe gedacht, das sind die verschränkten Arme, die sich vor den Mund hält. Okay. Die Büste einer nackten Frau. Tatsächlich. Naja, das kann man nicht so erkennen, dass das eine nackte Frau sein soll. Aber okay. Speichern wir. Ja, speichern wir hier. Und los geht's. Yeah. Wenn ich es so recht bedenke, war das ein ziemlich perfide auf meine Frage einfache Gegenfrage zu stellen. War das ziemlich perfide auf meine Frage eine einfach eine Gegenfrage zu stellen und mich damit in Verlegenheit zu bringen. Ein Ablenkungsmanöver. Toll, dass man hier sowas immer erst danach bemerkt. Es wird dunkel, oder war es immer schon so rot? Kommen wir hier rein? Nö. Das Haus des Bürgermeisters steht an der Tür. Nein, da wollen wir noch nicht rein, oder? Da ist ein Insekt. Wo ist das Insekt? Unter dem Tisch? Ist es jetzt ein zweiter Stock da oben dran? Oder ist es Glitchhaus oder Wood? Und warum sagt er nichts zu diesem Gemälde? Okay. Das ist keine Wahl. Also ein zweiter Stock. Ja, die Teppiche hier sehen auch komisch aus, du. Mit so einem Eckrand. Kann man ja nicht runterspringen. Chop. Oh nein, der Schrank ist so dick. Ich komme gar nicht hinten durch. Ist es der Hausmeister oder der Bürgermeister, der den Tisch mit der Zahnbürste putzt? Oder mit der Klobürste? Jo. Eine verschlossene Tür. Vielleicht sollte ich ein anderes Mal wiederkommen. Nein! Hau eine Kiste dagegen, dann geht sie auf. Also, hier ist die Dicke des Schrankes. Dann sollte man euch hier durchkönnen oder zumindest hier. Oh, sonst kommt man doch gar nicht hier an alles dran, was in dem Schrank steht. Da steht aber auch komisch, der Schrank, du. Dann ist hier eigentlich eine Lücke, wo man durchgehen müsste und an die hinteren Sachen kommen könnte. Naja. Hier fehlt dann Pfosten eigentlich? Eigentlich schon, ne? Ich meine, sonst ist hier so ein Luftloch eigentlich, ne? Ja. Soll es tatsächlich einen Angriff der Druids geben? Mann mit Staubwedel? Ja. Sie können sich aus unserem Widerstand in Antia beteiligen. Mann mit Staubwedel. Das ist nicht so einfach. Das tatsächlich ein Angriff? Ja.
Das ist nicht so einfach. Ja, der Bürgermeister ist wohl nicht daheim oder der Bürgermeister sagt nur, dass er. Das ist nicht so einfach, ne? Oh, da ist noch ein Typ. Das Outfit erinnert ein wenig an etwas, das mir auf einem anderen Planeten begegnet ist. Muss wohl importiert sein. Der Rock wirft sehr derbe Reflexionen. Die Bluse strahlt von weißer Reinheit. Ich wüsste nicht, was ich zu ihr sagen sollte. Und sie hat eine Idiotenbrille auf mit einer Idiotennase, oder? Hallo. Ja, hat sie. Ich wüsste nicht, was ich zu ihr sagen sollte. Oh, da ist noch ein Item. Okay. Ich hätte nicht F3 drücken sollen. F. Das meinst du mit dem Abstürzen? Okay, hätte ich den Patch runterladen sollen. Gut.